Ey, ich filme nachher selber beides. Wir befinden uns jetzt auf der Rennstrecke. Nur diesmal fahre ich hier mit Sven im Auto und ich fahre selber. So, hier ist Sven. Dann kannst du zwischendurch, sagst du mir, ob rechts oder links, so fühlen sich die Formel-1-Fahrer, ja? Egal, ob wen gibt es denn, Jensen Button, Michael Schumacher, ich weiß es nicht. Aber es ist cool, weil ich will keine Fahrerfrau sein, sondern Fahrer selber, ja? Also schon als Frau, aber nicht, dass ich jetzt mit den Jungs irgendwie da auf die warten muss, bis sie mich abholen kommen, sondern ich fahre einfach selber Formel 1, was geht? Ey, krass, alleine fährt man echt schneller, ne? Also du brauchst keine Angst haben. Ich hatte eben die ganze Zeit Angst. Du musst sagen, wenn ich nicht richtig fahre, ne? Doch, da ist schon okay. Fahre ich okay? Ich wollte früher mal Formel 1 Fahrer werden, aber dann dachte ich mir so, komm, lern mal was Vernünftiges. Hat zwar auch nichts gebracht, aber ich versuche zumindest irgendwie. Ja, das macht echt Spaß. Wenn man selber fährt, hat man viel weniger Angst. Fahre ich noch in die richtige Richtung, ja? Ja, alles perfekt. Weil hier ist ja irgendwie nichts, deshalb weiß man nicht. Und mit Musik hier und so. Stell dir mal vor, dir gehört so eine Formel 1 Strecke und du kannst jeden Tag einfach so fahren, so viel du willst. Dann hast du noch einen coolen Wagen. Das ist echt der Hammer, geil. So, jetzt überholt mich mal, Ladies, da hinten. Warum überholt mich keiner? Ich glaube, die haben Angst. Die haben schon gesehen, okay, die Anna steigt an. So, jetzt wird spannend. Es sind zwei Wagen hinter mir. Ich rede mal leiser. Und die Frage ist jetzt, wer traut sich von denen, mich zu überholen? Guck mal, heißt das da, wo die rot-weißen Spuren sind, dass man schneller wird? Oder was heißt das nochmal? Das sind die Curbs. Ey, wird dir nicht schlecht den ganzen Tag, wenn du so mit Leuten fahren musst, die zum Teil noch nie gefahren sind? Ey, ich bin noch nie im sechsten Gang gefahren. Ich fahre auf dem Nürburgring im sechsten Gang. Hast du nicht Angst vor den ganzen Leuten, dass sie nicht gut fahren können oder so zum Beispiel? Ich bin schon gewohnt. Also dann immer gut essen, trinken und genau. Aufpassen. Warte mal, welcher Gang bin ich? Jawoll, ey, jetzt weiß ich, wie die sich alle fühlen. Guck mal, kein Wunder, dass der Vettel immer gewinnt. Ganz ehrlich, es ist doch voll einfach, immer nur Kurven zu fahren. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Hier ist doch so, guck mal, du fährst immer nur Kurven und verdienst Millionen im Jahr. Was soll denn das? Also, weil es macht Spaß und es ist gar nicht mal so schwer. Ganz ehrlich. Ey, das macht mega Spaß. Als Beifahrer nicht, aber als Fahrer schon. Voll am Labern. Was auch was sonst wird? Ich fahre nur eine Runde, ne? Muss ich schon wieder rausbleiben? Nee, oder? Ich sag dir dann, wo du raus musst. Okay, noch nicht. Wir fahren auf dem Nürburgring. Jetzt kommt eine Linkskurve. Hier links abbiegen. Einmal links abbiegen, bitte. Nee, wo lang muss ich? Einmal links rum wieder. Ah, ja, es geht auch nur links. Ist auch nicht schlecht auf der Formel 1-Strecke. Wo muss ich denn langfahren? Aber witzig, dass mich fast keiner überholt. Hinter uns vorbei lassen? Der will nicht. Ich fahre extra mal schon so am Rand. Der ist auch nicht schneller als ich, glaube ich. Das macht wirklich Spaß. Siehst du, guck, der kommt nicht nach. Welchen Gang bin ich? Und in den sechsten. So, an alle, die einmal Formel 1 Fahrer werden wollen, ich kann es nur empfehlen. Es bringt richtig Bock, es macht echt Spaß. Und dann hat man noch die anderen Leute auf dem Ohr, der Regie, die dann so sagt, ja, Vettel, bitte Reifen wechseln in 5 Sekunden. Warum reden eigentlich immer nur Männer und keine Frauen? Ich glaube, sonst von den Frauen werden die abgelehnt. So, hinter der Kurve jetzt. Ja. Müssen wir dann rausfahren. Ich vergesse immer, welchen Gang ich gerade fahre. Okay. So, und hier? Und hier jetzt rechts abbiegen. Und da sind wir. Wie viele Minuten haben wir gebraucht? Ich hatte nur 6 Minuten auf dem Video. Das heißt, ich habe es unter 8 Minuten geschafft, die Rennstrecke zu fahren. Ich bin wirklich, ehrlich gesagt, relativ froh. Wir filmen jetzt 3 Minuten 51. Krass! Ich könnte Rennfahrer werden. Die brauchen 1 Minute und eine halbe. Und gut, ich brauche doppelt so viel, aber hier dürfen wir nur 60. Aber dafür das erste Mal hier rechts nehmen wir. Nee, noch geradeaus, bis zu den Pollern vorne und dann fahren wir wieder durch die Box. Okay, fürs erste Mal war es aber verhältnismäßig gut. Wo fühlt man sich also als Formel 1 Fahrer? Sehr schön. Hier noch, weiter geradeaus. So, cool. Ach, krass. So, da wo 10 steht, ne? Genau, und hier müssen wir jetzt wieder durch die Box durchfahren, vorne die offen ist. Hier, alles klar, super, dann pinkel ich doch auch mal. Hinter uns, die verfolgen und observieren uns bestimmt. Oh, bin ich jetzt hier der Polis? Zurück zu Mazda, ne? Genau. Direkt links oder erstmal eine Kurve? Einmal links, geradeaus. Geradeaus, geradeaus. So, und dann? Noch geradeaus bis hinten und dann links. Okay, cool. Ey, die denken bestimmt nicht, dass du lebendig zurückkommst. Das ist das Lustige. Der Andi meinte gerade schon, okay Sven, mach's gut, war nett mit dir.
Dafür war es aber noch alles harmlos, in Ordnung. Ne? Alarmschwitzen, so harmlos. Hier? Die wieder links. Hier, ne? Perfekt. Und dann sind wir wieder dafür, da. Dafür, dass der am Anfang ausgegangen ist, der Motor? Hier sind wir es beiden. So cool, da ist doch der Kollege. Super, vielen lieben Dank. Bitteschön. So, dann mache ich mal Stopp.